Kinder sind Zukunft, so heißt unsere ARD-Themenwoche. Und damit Kinder selbst eine gute Zukunft haben, müssen sie auch gut ausgebildet sein. Manche tauschen dafür ein Leben in der Familie in ein Leben im Internat um. Manche tun das nicht freiwillig, weil die Eltern das wollen, und andere wiederum, die tun das ganz freiwillig, weil sie es nämlich wollen. Zum Beispiel im Internatschloss Hansenberg in Hessen. Das liegt, Sie sehen es, in der Nähe von Geisenheim auf dieser Karte, hoch über dem Rhein gelegen. Und das ist einzigartig in Deutschland, weil es ist ein Gymnasium, das Schüler aufnimmt ab der Oberstufe, also nicht erst ab der 5. Klasse oder schon ab der 5. Klasse, sondern erst dann, wenn sie in die Oberstufe kommen. Und man hat sich da die Besten der Besten herausgepickt. Die werden angeschrieben an den verschiedenen Gymnasien von Hessen. Und dann muss man sich sogar bewerben und einen Test bestehen. Eliteschule, einmal anders. Ob es dennoch halbwegs romantisch ist, kann uns nun unser Kollege in Hessen sagen. Peter Schreiber, guten Morgen. Guten Morgen, Sven. Ich muss sagen, romantisch auf den ersten Blick ist es allemal. Und ein bisschen feudal sieht es auch aus hier auf Schloss Hansenberg. Für ein Schloss ist es ein bisschen zu klein. Ein Weingutsbesitzer hat es sich einmal bauen lassen. Dann gab es hier eine Feuerwehrschule. Und seit 4 Jahren ist nun hier ein Elite-Gymnasium drin. Und wie Sven gerade gesagt hat, eine öffentliche Oberstufenschule, also ein Gymnasium. Aber nur die Besten kommen dorthin. Hinten in dem Schloss sind heute Clubräume drin untergebracht. Da gibt es Schacht, Billard, Fernsehräume, Bibliothek, natürlich Internet. Und auf der einen Seite, das sind Neubauten, da sind die Schüler untergebracht. Das sind 189 Schüler, die wohnen dort in Wohngruppen, jeweils 8 Schüler zusammen. Die teilen sich dann eine Küche, einen Aufenthaltsraum. Schlafräume gibt es zu zweit. Das ist das Internat. Auf der anderen Seite des Schlosses ist das eigentliche Schulgebäude. Auch da hat sich der hessische Staat nicht lumpen lassen. 20 Millionen Euro hat man in den Umbau investiert für gerade mal 189 Schüler. Und das sind besondere Schüler. Nur wer nach der 9. Klasse einen Notendurchschnitt hat von mindestens 2,0, hat hier eine Chance. Dann gibt es hier eine 3-tägige Aufnahmeprüfung. Und nach dieser Aufnahmeprüfung überspringen die Schüler hier die 10. Klasse, kommen direkt in die 11. hinein und werden dann zielstrebig zum Abitur gebracht. Hier wird eine Menge gelernt, aber hier wird nicht nur gelernt, wie wir hier sehen können, hier wird auch Musik gemacht. TNT, Thorsten and Thomas, sind 2 Schüler auf Schloss Geisenburg. Die geben in der Festhalle Institut Schloss Hansenberg am Freitag ein Konzert. Wir werfen mal einen Blick in diese Festhalle. Das ist der alte Sportraum, das ist die Aula, und da gab es Ende März auch die Abiturprüfungen. Es war der 2. Abiturjahrgang überhaupt, und die anderen Schüler, sie schrieben Plakate zur Unterstützung dieser Schüler. Inzwischen sind die Prüfungen abgeschlossen, und da sehen wir Nadine Kintscher. Sie hat mit die Prüfung gemacht. Jetzt steht sie hier am Kicker, denn die Arbeiten sind vorbei. Es gibt jetzt nur noch Projektarbeit, die beginnt um 9 Uhr. Ich darf vorstellen, machen wir eine kurze Pause, dann können wir uns besser verstehen. Nadine Kintscher, wir haben Sie gerade gesehen bei der Abiturarbeit. Wissen Sie schon, wie es ausgefallen ist? Noch haben wir die Ergebnisse leider nicht bekommen. Aber bei der Abiturprüfung werden ja die Ergebnisse der letzten beiden Jahre zusammengezählt. Wie ist momentan Ihr Schnitt? Ungefähr bei 1,5. 1,5. Alexander Zurbonsen, Ihr bisheriger Notendurchschnitt? 1,9. Und Mirko Hohmann? Bei 1,8. Ich werde blass vor Neid. Ich hätte es nie geschafft auf diese Schule hier. Nadine, welche Pläne haben Sie, wenn die Projektarbeit hier abgeschlossen sind und Sie hier Schloss Hansenberg verlassen? Also ich werde erstmal einen kurzen Auslandsaufenthalt planen und dann vielleicht noch einen europäischen Freiwilligendienst anhängen und voraussichtlich dann nächstes Jahr im Winter anfangen zu studieren. Was wollen Sie studieren? Psychologie. Wissen Sie wo? In Dresden wahrscheinlich. Warum gerade Dresden? Die Uni ist im Kommen, habe ich gehört, von den Rankings, die man bisher lesen kann, und Dresden ist eine schöne Stadt, würde ich gerne hin. Man schaut sich an die Rankings, also welche vor allem sehr etabliert sind, welche besonders gut sind. Alexander Zurbonsen, was haben Sie vor nach dem Abitur? Ja, ich möchte erstmal meinen Führerschein machen, das muss ich noch nachholen, habe ich hier nicht geschafft. Dann möchte ich ein halbes Jahr nach Südafrika gehen und danach möchte ich mich dann nach Unis umgucken und möchte mal gucken, was ich so, ja, wo vor allen Dingen ich dann studieren werde, das Fachgebiet oder die Richtung, in die es wahrscheinlich gehen wird, so Politik, Politikwissenschaften, vielleicht aber auch Wirtschaft, irgendwie sowas in der Richtung. Marc Hohmann,
Ganz kurz, was wollen Sie machen und was war für Sie vor allem auch in den letzten 3 Jahren das Besondere hier auf Schloss Hansenberg? Also ich werde für die nächsten 13 Monate nach dem Abitur nach Bolivien, nach La Paz gehen und da auf der Straße mit Schuhputzern arbeiten, im Rahmen meines sogenannten anderen Dienstes im Ausland, das ist ein Zivildienstersatz. Und was für mich das Besondere hier war, war neben der Schule, die vielleicht der Anreiz war, hierher zu kommen, vor allem das Internat, also hier mit den anderen hier zusammenzuleben, in der WG, mit den ganzen Freunden, um sich drum zu haben. Das hat mich wirklich gereizt, hat mir total gefallen. Wunderbar. Nadine, man kann sagen, Hansenberg ist ein Elite-Gymnasium. Fühlen Sie sich elitär? Sind Sie eine Elite? Teil der Elite? Man sagt immer so, uns wird so hochgehangen. Also ich selber persönlich fühle mich eigentlich nicht als Elite. Und ich glaube, es liegt auch zum Teil einfach daran, dass wir sind gerade 18 Jahre alt und 18 zeichnet man sich selten selbst als elitär. Also selbst nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen. Elitär ist auf jeden Fall nicht Kickerfußball, Tischfußball. Ich spiele bei Ihnen mit. Habe ich eine Chance? Ist kein Prüfungsfach. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. Nadine, du übernimmst den Sturm. Ich mache hier die Abwehr. Abwehr. Wunderbar. Also los, schieß los. Boah. Also wenn man richtig gut spielt, lieber Peter, ist man auf jeden Fall bei einer Elite. Aber wie ich dich schon höre, echt schlecht, fragt er. Gut, wenn Sie noch weitere Informationen haben, und zwar echt gut, zur ARD-Info und Kinderwoche, dann rufen Sie diese Hotline an. 0180 5 11 77 12. Ich liebe Kickerspielen. Aber jetzt kommen wir zur Kunst. Und die Kunst ist vielleicht die mächtigste Währung der Welt. Das habe der Lauf der Geschichte bewiesen. Das sagt Damien Hirst.